dans la techno créative. Stärke von Hingis Elista. Sowie die Bälle von An. Bis auf den Abschluss war das Spitzentennis. Sendung. Gehen wir. Ja, freut sich da. Oh, besser geht's nicht. 17 Jahre. 30, 40, jung. 30, 40. So, 5-2, die Führung. Zwei Breaks vor. Aufschlag Hingis. Zello 15. Von Huber. Ah, da hat Anke zu lange gewartet. Sollte der vielleicht doch ins Aus gehen? Das sollte man nie tun. Zu lange gezogen. Endlich wieder ein bisschen mehr. Aus dem Stand. Ja, er ist unerreichbar. Von dem Dreh zusammengefallen sein zu Ungunsten von Anke Huber. Ja, so wird. Direktor Ralf Möwald, Initiator dieses Pilotprojektes. Ja, das ist die Übersicht. Wunderbar zu sehen. Auf die Linie. Sie wählt den verantwortlichen Manager für Anke Huber. Und dann soll auch dann und wann ein Physiotherapeut mit dabei sein. Also die Mannschaft um Anke Huber wird etwas größer werden in Zukunft.
Dreck probiert. Oh, der passt. Aus der Not heraus geboren. Da war ja Steffi 10 Jahre, man hatte sich getrennt, 95. Und da hat im Frühjahr Martina Hingis auch einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Hat also nicht nur die Nummer 1 übernommen. Sehr gut. Ja. Da war Entschlossenheit in diesem. Sind beide 15-0. Oh, genau ins Eck. Da. Nicht zu ändern, 30 beide. Und der wird gut gegeben. Ja. Zwar gejubelt, aber wieder glaubte Martina Hingis den Ball fast an der gleichen Stelle draußen gesehen zu haben. Schimpft jetzt ein wenig mit Anne Lasserre und sagt, dass etwas gegen Anke gelaufen wäre. Der dritte Satz. Erleichterung bei. Mit viel Gefühl. Kurz abdreht und sich versucht zu konzentrieren. Der war besser. 10:40. Lässt zu viele Chancen. Nicht viel zuschauen. 15:30.
ohne Ankündigung aus dem. Und die bleibt hundertprozentig bei. Allrounderin, auch was Bodenbelege angeht. Rein und lässt Anke die Fehler machen. Auf die Linie. Und 30, 40. Klassisch ausgekontert. Sehr schön. Spitze Schreie. Dem Mute der Verzweiflung. Spiel und dritter Satz. Dann also doch, obwohl sie da noch gekämpft hat, die Deutsche. Und um hier an den großen Siegercheck heranzukommen. Gesagt hat, der war gut, den Punkt nicht genommen hat. Erlösung! Erlösung bei. Die Zuschauer könnten ein Faktor werden in diesem Finale. Na bitte. Jetzt läuft es. Ja. Spiel. Ja, Anke Huber scheint mehr, konditionell mehr. Sauber getroffen, ging noch mal gut. Die Genugtuung, die wir vorhin noch in ihrem Gesicht ablesen konnten.
ist erstmal gewichen. Das meint ihre Mutter. 30, 15, 30, 15. Die Schweizerin. Der gut war in diesem Jahr. Vielleicht wird ja auch der eine oder andere bereit sein, Verträge früher zu lösen. Wenn Frankfurt dann wirklich. Sind beide 15 Uhr. Fast trotzig diese. Zu lang. Und verdienter Beifall für diese Aufholjagd für Anke Huber. Die Pause war von Martina Hingis. 40-0. Wird gut gegeben, zu Recht. Einige meinten, sie sei da bei der Dressur etwas ungerecht behandelt worden. Aber sie will es nach dem Hallenturnier von Tokio im Februar noch einmal versuchen. Der war auf der Linie. 0-30. Oh, und dann kommt das noch dazu. Nicht zu glauben. Den fünften Satz noch einmal Break vor. Wusste gar nicht, wie ihm geschah. Ende dann doch. Sind beide. Der Schwede. Oder solche. Na bitte. Geht's ausgeglichener? Gestalten. Also beim Return erste Pflicht reinspielen, die Gegnerin beschäftigen. 40-0. So ist es natürlich der Quatsch. Ich geht's ja auch dennoch mit Risiko. Schläge kürzer werden, muss was tun. Ein Jubelorkan. Einstein, tschüss.
24 Minuten gespielt. Auch das keine Alltäglichkeit für die jungen Damen. Gute Übersicht. Beide gut. Zoltán Kuharsky scheint sich schon jetzt über das zu freuen, was Anke hier bisher gespielt hat. Und 5000 Zuschauer springen hier auf und applaudieren den beiden, die sich hier ein nicht nur langes, über 2 Stunden und 44 Minuten anwährendes Match geliefert haben, sondern auch inhaltlich klasse.